Shalom, Shalom. Heute grüße ich euch jetzt noch einmal aus dem tiefen Süden, vom Äquator in Afrika, in Uganda. Und darf euch eine richtig interessante Botschaft bringen. Und zwar, vor circa 1,5 Jahren hat mich eine Frau aus der Schweiz angerufen und mir gesagt, Maria, deine Lebensgeschichte ist nur in christlichen Buchhandlungen erhältlich. Ich habe alle deine Bücher gelesen. Dein Leben muss in die Welt hinaus. Die Menschen in der Welt müssen wissen, dass Gott einen Traum hat für sie, dass Gott sie liebt, dass Jesus für sie gestorben ist, dass sie eine Entscheidung hier auf Erden zu treffen haben, ob sie die ewige Herrlichkeit mit Gott verbringen oder ewige Verdammnis mit Satan. Und das hat mich so bewegt, dann habe ich gesagt, ja gerne, wie stellst du dir das vor? Sagt sie, wir müssen deine Geschichte in die Welt bringen. Sag ich, ja, und wie machen wir das? Sagt sie, wir brauchen eine Novelle. Dein Buch muss oder dein Leben muss als Roman geschrieben werden, als Novelle. Sag ich, ja wunderbar, und wer macht das? Sagt sie, ich mache es. Und diese Daniela, eine sehr, sehr begabte Frau, die wirklich Geschichten spannend schreiben kann, hat meine Lebensgeschichte aufgrund der Wahrheiten in meinem Buch neu geschrieben und das Buch heißt Das Senfkorn. Und der Untertitel heißt Gott ist stark in den Schwachen. Und es ist wunderbar, dass es so ein Buch gibt. Ich bin so dankbar, dass wir auch an Menschen geben können, die mit Gott noch nichts am Hut haben und trotzdem sehr berührt werden durch das. Also sie werden ermutigt, dass es mehr gibt als nur dieses irdische Leben. Möchte ich euch sagen, dass dieses Buch jetzt als E-Buch gekauft werden kann. Es ist ausschließlich über Amazon möglich und kostet, ein ganz wichtiger Preis, 9,99 €, um nicht 10 zu sagen. Und ich werde einblenden, wo ihr es bestellen könnt. Und dann auch noch, also das ist das E-Buch, aber es gibt auch einen Link zu dem Printbuch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn er zum Beispiel zu Ostern, Ostern ist ja nicht ein Fest für Eier und Hasen, sondern es ist das Auferstehungsfest Jesu Christi. Und wenn ihr zu diesem Osterfest wirklich vielen eurer Freunde, die noch nicht voll entschieden sind für Jesus Christus, dieses Buch kaufen könnt. Wisst ihr, wir sind eigentlich verantwortlich für die Menschen rund um uns herum, dass sie von uns erfahren, welche Entscheidung wir hier jetzt auf Erden zu treffen haben, um die Ewigkeit für jeden von uns klar zu entscheiden. Und da freue ich mich, dass ich euch dieses Angebot machen kann und dass ihr wirklich hier Menschen von der ewigen Verdammnis retten könnt und in ein Leben ewiger Liebe, Herrlichkeit, Freude, Kraft versetzen könnt. Denn Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle. Und ihr Lieben, ich vertraue, dass Jesus bald kommt und dass wir wirklich diese Zeit nützen sollen und durch Medien wuchern sollen, um Menschen zu Jesus zu bringen. Ich setze mich ein, alle möglichen Medien einzusetzen, dass wir Millionen Menschen noch den Weg zum ewigen Leben zeigen können. Und dieses Buch kann viele Menschen aufrütteln, die sonst nie ein christliches Buch lesen würden. So, danke ich dir, dass du mir jetzt zugehört hast und ich freue mich, dass du hier aktiv wirst. Und ich werde dir noch eine Kopie dieses Buches dann einblenden in das Video. Also, und auch hier die ganzen Kontakte zu Amazon. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast und ich bete, dass du extrem fruchtbar im Reich Gottes wirst. Shalom, Shalom.